Hallo zusammen, ich bin Philipp von Fabuka und ich stehe hier vor der Europazentrale von Lounge Europe in Kerpen. Lounge kennen viele von euch natürlich aus dem Bereich Fahrzeugdiagnose, aber auch von anderen Geräten aus der Werkstattausrüstung. Und Lounge hat etwas Neues und deswegen bin ich heute hier. Und zwar geht es um den Bereich Diagnose von Elektrofahrzeugen, beziehungsweise vor allem aus dem Bereich Hochvolt. Dazu bin ich verabredet mit Produktmanager Max Herschel. Der hat einiges vorbereitet und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Kommt mit! Ja, schönen guten Tag. Hallo. Grüß dich, hi. Ja, alles gut? Ja, wunderbar, bei dir auch? Ja, soweit. Ein bisschen was aufgebaut schon. Ja, ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet für euch. Ja, mega geil. Also, die Zukunft wird grün. Richtig. Ich habe es vorhin gerade schon gesagt, ihr habt vieles im Bereich HV-Produkte. Genau. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben ein komplettes Produktportfolio aktuell. Ja, ich glaube, man kennt uns ja aus dem Werkstattausstattungsbereich für Verbrenner, für Hebebühnen, für Diagnostizieren von Autoverbrennermotoren. Und jetzt sind wir auch ganz neu in dem Bereich Hochvolt. Mhm. Hochvoltdiagnose sind wir drin. Wir sind hier mit unseren Geräten in der Hochvoltwartung und Reparatur drin. Wir sind in der Hochvoltprüfung mit drin. Ja. Also wir versuchen mit unserem Produktportfolio wieder alles abzudecken in diesem Bereich. Ja. Und das würde ich dir ganz gerne heute mal ein bisschen vorführen oder ein bisschen zeigen. Ja, geil. Diagnose, Wartung, also viel dabei. Diagnose, hast du ja gerade gesagt, kennt man euch schon so ein bisschen von. Bisschen. Das hier ist ein bekanntes Gerät. Ne? Tab genau. 3, X431 Eurotab 3. Und ich glaube, das kann ich auch benutzen, ne? Auch für so ein Fahrzeug jetzt hier. Ne? Wir versuchen natürlich immer, also man kennt natürlich unser Flaggschiff, ne? unser größtes Gerät. Ja. Wir versuchen natürlich nicht immer neue Geräte auf den Markt zu bringen, sondern mit den Bestandsgeräten alles zu implementieren. Mhm. Ja? So, ich würde ganz gerne mal mit dir kurz zum Tesla gehen. Klar, dann schauen wir uns einmal ganz kurz an, wie wir den angepinnt haben hinten. Ja. Das ist auch sehr interessant. Es geht sehr schnell, sehr leicht. Ja. Ja? Wenn man einmal reinguckt, seht ihr einmal unseren grünen Adapter. Mhm. Der ist im Umfang von unserem Add-on-Kit mit dabei. Ja. Ja. Sobald ihr ein Add-on-Kit kauft, kriegt ihr auch gleich die Software mit dabei. Okay. Also Hardware und Software ist dann immer zusammen. Okay. Ja. Das alles ist kompatibel mit unserem Tab 3. Das ist ein SmartLink, ne? Das kennt man ja, ne? Ist unser, den kennt man vom Tab 3. Genau, ne? Das ist unser, sozusagen unser Standard UCI von unserer X431-Serie. Ja. Das Einzige, was neu dazu gekommen ist, ist, wie gesagt, der Adapter für die verschiedenen Autohersteller. Ja. Ihr schließt dann ganz normal unser SmartLink an den Adapter an und somit seid ihr direkt in der Lage, das Fahrzeug zu diagnostizieren. Ja, mega. Also das heißt, ich bin mit dem Tab 3 unterwegs, haben wir ja gesagt. Genau. Das habe ich vielleicht sogar schon. Richtig. Und brauche dann im Grunde nur noch die Adapterstecker. Genau, nur noch den Adapterkoffer plus einmal die Software, die kriegt er als... Das als ist der hier? Genau, schauen wir uns den einmal kurz an. Ja. Genau, das ist unser schöner Adapterkoffer. Ja, ja, viele Adapter. Viele Adapter. Sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr umfangreich wieder. Ja. Das ist für Fahrzeughersteller. Wir haben hier für Batteriehersteller die ganzen Adapter. Boah, falls mal einer noch nicht passt, weil wir natürlich noch am Anfang in der Entwicklung sind, haben wir halt auch unser Jumperkabel mit Schaltplänen, wo man dann selber anpinnen kann. Das heißt, Diagnose, ich habe das Tab 3 und habe im Grunde ja das meiste schon, brauche im Grunde dann den entsprechenden Adapter oder die Adapter plus Software, hast du gesagt. Und dann kann ich jetzt hier die Hochvolt-Batterie-Diagnose im Grunde starten. Und dann sind sie schon startklar. Habe ich ja gerade schon gesehen. Genau, ich habe natürlich auch schon vorbereitet. Ja, das zeige ich dir jetzt gerne. Sehr gerne, ich komme mal hier rum. Natürlich, ich komme einmal rum. Ja. Was wir hier gerade sehen, es sind Live-Daten aus unserem Tesla. Also unser Tesla diagnostiziert gerade schon die Live-Daten aus der Batterie von dem Tesla und zeigt die einmal hier an. Ja, wir haben hier verschiedene Ansichtsmöglichkeiten, was uns halt anzeigt. Ja, er zeigt uns einmal alle Zellen an, die im Fahrzeug verbaut sind, samt der Spannung. Okay. Ihr seht oder du siehst gerade, dass wir haben hier einmal Maximum, wir haben einmal Minimum, ne? Ja. Die wechseln immer, ne? Weil das ist ja natürlich immer ein laufendes... Live tatsächlich. Immer live, also das live ist wirklich hier live gerade wirklich die Spannung der einzelnen Zellen. Cool, du hast es gesagt. Ne? Genau, wir haben live die Zellenspannung, wir haben hier ein Zellendrifting sozusagen auf Spannungsdifferenz drin, der zeigt uns direkt an, wie weit die Maximum mit der Minimum-Zelle auseinander ist. Unter anderem können wir hier halt auch noch unsere andere Batterie-Pack-Informationen anzeigen, wie Batteriezustand, State of Charge. Das ist jetzt aktuell 75,4%. Ja. Das ist der reine Wert aus der Batterie raus. Ne? Also wenn man jetzt sich einen Tesla anguckt, dann steht da wahrscheinlich 5% mehr drin, aber ihr habt ja noch Entertainment
Klimasystem mit drin und das wird direkt runtergerechnet. Temperaturdetails, ja, genau. Ne? Und hier nochmal, glaube ich, Spannung als Liste. Genau, wir haben Spannung hier mit als Liste, so ist einfach übersichtlich, ja. Wir haben Temperaturangaben gleich mit drin, mhm. Er trackt jede Zelle einmal, wie warm die ist, ja, mhm. Und zeigt uns auch einmal an. Falls wir einen Fehler in der Zelle haben, können wir über die Temperatur theoretisch das auch schon direkt ein bisschen sehen. Okay, also vollumfassende Diagnose, aber du sagst genau. Ja, darüber hinaus habt ihr noch Wartung, Reparatur und hier ist ja auch noch ein bisschen mehr aufgebaut. Was ist das? Richtig, ja. Ich erkläre mal kurz. Das ist ein Modul aus einer HV-Batterie. Ne, also man muss sich das so vorstellen, eine HV-Batterie ist halt ein Klotz. Ja. Man öffnet den, man hat mehrere Module einmal in einer HV-Batterie verbunden. Das ist ein Modul genau, und da drin Modul, sind dann noch einzelne Zellen. Genau, okay. Und ein Modul besteht immer aus mehreren Zellen. Das liegt dann halt vom Hersteller. Vom Hersteller gibt es einen Unterschied und vom Batteriehersteller gibt es auch einen Unterschied, ne, je nachdem, wie sie es machen. Okay. Ne? Ja. Wir haben jetzt hier ein Modul mit 14 Zellen drin. Okay. So, das ist so unser Modul. Dazu haben wir einmal gleich unseren Equalizer. Okay. Ja, das ist halt unser Balancer. Der ist halt genau für Reparatur, Wartung. Ja, wenn ein Fahrzeug reinkommt mit Fehler, man baut es aus. Ja. Okay, ich habe jetzt, wenn ich kurz nachfragen darf, natürlich. Ich habe jetzt diagnostiziert, haben wir ja gerade gesehen. Ich sehe hier die einzelnen Zellen, sehe den Zustand der Zellen. Und wenn jetzt eine beispielsweise defekt ist, kann ich sie vielleicht in diesem entsprechenden Modul austauschen. Genau. Und was mache ich dann oder was muss ich dann genau machen mit dem Balance? Genau, im Endeffekt genau das, was ich schon gemacht habe. Ja. Wir gehen jetzt mal von aus, eine wurde schon ausgetauscht. Ja. Sie haben das, ihr habt das genauso angeschlossen wie ich gerade. Und dann haben wir nämlich, unser Gerät zeigt nämlich direkt einmal alle Spannungen von jeder einzelnen Zelle an. Ja. Und wenn ihr dann auf Starten drückt gleich, mhm. Ihr müsst die Grenzparameter einmal einstellen. Ja. Er wird die dann genau auf diese Grenzspannung hoch equalizen, die ihr halt haben wollt. Ja, also er gleicht die komplett einmal aus. Das heißt ja gleich die Zellen genau dahin aus, was ich eingebe oder eingeben muss, was Vorgabe ist. Und das kann ich auch anders nicht machen. Also ich kann nicht händisch einzelne Zellen entsprechen. Das geht leider nicht. Ja, okay, man braucht leider immer ein Zusatzgerät dafür aktuell. Und, ja. Und das hast du jetzt hier schön vorbereitet, aber so klein und kompakt ist es ja meistens nicht. Nein, ne? Oder also Batterien nicht. Können ganz schöne Brecher sein. So die sind schwer und gehen halt auch immer Verschleiß auf den menschlichen Körper. Ja. Ne? Deswegen haben wir auch gedacht, wir machen auch direkt eine Hebebühne. Ah, ja. Hier, ne? Das ist unser großer Bello. Eine Tonne. Und hier praktisch im Hubwagen. Ne? Das genau, Hubwagen ist mobil. Kannst du direkt quasi platzieren unterm Auto, aufschrauben und direkt den Bello da drauf ballern. Ne? Wenn der Mechaniker dann kurz vor ist, dass die Batterie fast schon runterfällt, dann kommt unsere schöne Hebebühne zum Einsatz, wird einfach runtergefahren und dann wird die demontiert. Habt ihr auch Erfahrung mit, ne? Ich meine, Lounge-Hebebühnen gibt es ja auch in vielen Fällen. Auf jeden Fall. Ne? Okay, also wenn ich einzelne Zellen tausche, habe ich mit diesem Balancer die Gelegenheit, entsprechend die nach den Vorgaben einzurichten. Aber das ist noch nicht alles, ne? Da habt ihr noch weitere Möglichkeiten. Wir haben noch einiges. Ja. Ne? Also neben unserem Equalizer haben wir auch noch eine Batterie. Ein Modul Lade- und Entladegerät. Das ist das Gerät. Genau, das ist unser großer, das ist unser ELP400. Ja. Es geht im Endeffekt darum, weil wenn wir ein Modul schon ausgebaut haben und ein neues Modul vielleicht sogar reinsetzen, ein komplett neues, muss das alte irgendwo hin. Okay. So, und es gibt aktuelle Vorgaben, die besagen halt transportfähig erst zwischen 30% und 70% Ladung. Und das kriegt man mit unserem Entladegerät hin. Das heißt, wir können das ganze Modul auf 30% Spannung runterladen, verpacken und wegschicken. Ja. Module, die wir kriegen, können wir dann wieder auf 80-90% hochladen. Ja. Dann schließt man den einmal am Equalizer an. Ja. Wir balancen ungefähr alle Zellen einmal gleich aus. Ja. Und dann sind wir durch. Ah, okay. Das heißt also, der Balancer gibt mir die Gelegenheit, im Grunde quasi die Zellen anzugleichen. Und hiermit habe ich die Gelegenheit, ganze Module im Grunde quasi zu entladen oder zu beladen. Genau, richtig. Also, komplett. Okay. Also er schafft 260 Volt, also hast schon einiges drin. Ja. Ja, Wahnsinn. Also da habt ihr ja wirklich schon, da seid ihr ja schon ordentlich ausgestattet. Ja, ne? Spannende Entwicklung sowieso gerade. Ne? Vor allem halt auch für Werkstätten. Und ja, aber auch das ist, glaube ich, noch nicht alles. Ne? Nein, wir sind noch lange nicht am Ende. Noch lange. Wir haben gerade Diagnostizierung durch oder einen Teil von der Diagnose durch und einmal Reparatur haben wir durch. Okay. Ja. Ich habe noch mal ein bisschen was am Tisch mit aufgebaut. Lass uns das gerne noch mal einmal zeigen, damit wir das ganze Portfolio komplett machen. Genau, wir haben noch ein paar Geräte, habe ich gleich mit hingestellt. Ja. Wir haben hier einmal noch ein Oszilloskop. Die meisten aus der Werkstatt, die kennen ein Oszilloskop. Ja, die wissen aber auch ganz genau, dass es wirklich Spezialisten dann meistens machen. Wir haben unser LR3 320 ist unsere intelligente Stromversorgung extra für Hochvoltkomponenten. Das heißt, ihr baut einen Motorgenerator aus, stellt ihn dahin, ihr könnt ihn direkt bestromen. Das ist gar kein Problem für Funktionsprüfungen. Ja. Und noch eine Strommesszange halt auch im EV-Look, die ist gleich auch noch mit dabei, ist wie gesagt wieder für Prüfung, Diagnose da. Ne? Und zum Schluss
oder fast zum Schluss, was sehr, sehr wichtig noch ist, bevor wir eine Hochvoltbatterie wieder einbauen, müssen wir einmal eine Luftdichtigkeitsprüfung machen. Ja. Ah, okay. Das heißt, die wird einmal abgedichtet, die wird geschlossen, unser Gerät wird dran geschlossen mit dem Kompressor. Ja. Ja. Und er signalisiert dann direkt, sobald wir eine Undichtigkeit in der kompletten HV-Batterie haben. Ja. Dann ist der Test entweder bestanden oder nicht und demnach darf die Batterie eingebaut werden oder man muss nochmal nacharbeiten. Ah, okay, ja, verstehe. So, ganz zum Schluss haben wir noch einmal zum Überprüfen, dass auch wirklich das Fahrzeug wieder eigensicher ist. Ja, haben wir unseren Isolationsmessgerät, ES200. Mhm. Wir können damit Isolation untereinander von den Hochvoltleitungen messen und gleich noch ein Multimeter mit dabei, um nachher auch zu sagen, okay, das Fahrzeug ist spannungsfrei oder steht noch unter Spannung. Ja, mega. Also das sind ja wirklich richtig, richtig viele Geräte. Da seid ihr, wie man sieht, schon richtig tief auch in der Zukunft quasi mit drin. Und wahrscheinlich, ich habe es ja auch gesagt, für Werkstätten ist es natürlich auch eine spannende Zeit. Also da stehen vielleicht die einen oder anderen vor der Frage, was brauche ich für die Zukunft, wie wird meine Kundschaft aussehen? Und ich denke mal, die unterstützt ihr vor allem halt auch damit. Richtig, genau. Wir haben bei uns auf der Seite einmal unter unserem EV-Reiter, könnt ihr euch einmal für Pilotprojekte bei uns bewerben. Okay. Ja. Es ist sehr, sehr spannend noch das Thema. Es ist sehr neu. Ja. Erfahrungsstände, die liegen aktuell weit auseinander. Ja, manche machen das schon, die sind schon erfahrener, manche machen es noch gar nicht. Ja. Und wir versuchen halt alle einmal abzuholen und mit allen zusammenzuarbeiten. Ja. Also wenn ihr euch bei uns bewerbt, ja, werden wir gucken, dass wir mit euch in diesem ganzen EV-Bereich, ne, Schulungen, Unterweisungen, werden wir gucken, dass wir das mit euch hinkriegen. Ja. Ihr könnt unsere Geräte dann benutzen im Alltagsgeschäft und wir wollen nur ein Feedback haben, damit wir weiterentwickeln. Also das heißt, wer da Interesse hat, wie du schon sagst, manche sind vielleicht schon einen Schritt weiter als andere, manche haben schon mehr Erfahrung als andere und so weiter, einfach bei euch melden und ich denke mal, da gewinnen einfach ja beide. Alle. Ob Wissen und Erfahrung ist so das Schönste, was man daraus ziehen kann. Auch. Mega. Vielen Dank für diese Einblicke hier. Ich drücke euch die Daumen für die weitere Reise. Das wird mit Sicherheit noch eine spannende Zeit. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich hier bei Launch Europe in Kerpen melden. Mir hat es riesen Spaß gemacht und ich bin gespannt, was hier in der Zukunft noch so alles auf uns wartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.